Haben wir das Geld hier liegen lassen, oder? Hier waren wir schon. Ich sehe einfach nichts und ich weiß nicht, wo ich lang gehe. Ich gehe aber nur irgendwo geradeaus. Oh, da war noch 9mm Munition. Hätte ich vergessen gehabt. Wow, weiß ja nicht warum. Jetzt. Hat doch das, was hochgesprengt. Wegsprengt mal das. Ja, würde sagen, läuft, ne? Ja, wollen wir gleich reingehen? Klar. Babys, ganz viele Babys, aufwachen. Vorsicht, nicht weiter hintergehen. Ich hab einfach mal Granate hintergeworfen. Das hat nicht wirklich was gebracht. Ich hätte eher einen Molly genommen. Ne, die beiden sind zu weit vorne, aber... Was schon als die Granaten waren eh voll. Das kann doch nicht so weit nach vorne und nimmt den ganzen Spannungsspaß. Also die Babys haben mir bis jetzt mehr Damage gemacht als die großen teilweise. Warte mal, ich muss noch mal ein bisschen Rüstung nachlegen. Da war doch noch eins. Du hast gehört. Ja, da ist noch drei. Vielleicht kommen die auch wieder. Auch noch. Hier geht's raus! Hier geht's raus! Yeah. Und es ist wieder dunkel, wenn wir rauskommen. Hm. Wie immer halt. So, jetzt haben wir alles theoretisch. Weil wir könnten uns theoretisch die bessere Axt oder so holen. Ich bin am überlegen, ob wir jetzt einfach die Schlüsselkarten holen sollen, weil da kriegen wir nämlich auch in einer von den Dingern nämlich auch die Axt. Ja, dann machen wir das, oder? Wollen wir das später machen? Können wir direkt durchmachen, kein Problem. Ich muss so gucken, wo wir jetzt sind.
Also wir können ja jetzt auch diese pinken Dinger abrasen. Ja. Ein Beefsteak neben dran. Dann gehen wir mal zum ersten Pinken, würde ich sagen, oder? Mal überlegen. Ich trink mal was. Mach das. Ja, gehen wir mal zum ersten Pinken. Das ist ja gleich in der Nähe. Ja. Wir können auch das nächste, das erste Grüne machen, ist ja auch egal. Wir nehmen, machen es einfach Stück für Stück, wie es da gerade da ist. Wir müssen halt nur gucken. Boah, ist doch nervig mit den Viechern. Sitzt du da wirklich so sehr? Bitte? Erschreckst du dich ja wirklich davon? Erschrecken nicht, aber es ist halt nervig. Du kannst keine 5 Meter rennen, ohne dass das Spiel sagt, ja, fick dich. Irgendwie ist mein Charakter ziemlich kalt. Bei mir aber auch so. Gut, bei dem war es gerade eben eigentlich so, aber gut. Wie ich drauf geschaut habe. Ich bin nicht so blöd. Glaube ich. Ach komm, direkt schießen. Ach, wir lassen uns ein Feuer. Lass uns ein Feuer machen. Hast du das? Ja, bin dran. Ist jetzt mal ein Gehirnstück? Ein paar Speckstücke? Ja, ein bisschen Fleisch reingelegt. Soll ich das halt auch hoch machen? Ja. Ich weiß nämlich, wo der Typ steht. So. Wollen wir erstmal speichern, schlafen? Können wir machen, ja. Der ist jetzt unten. Taschenlampe. Wir müssen echt rechtliche Taschenlampe endlich. Wo? Die yes. Lag hier beim. Ja, ich hab sie. Gut. So, jetzt wollen wir mal was gucken. Wir klappern jetzt die Höhlen ab. Voraussetzung Schaufel, Wartungsschlüssel. Das ist. Wartungsschlüssel ist gelb. Das bedeutet der nächste grüne Fleck auf der rechten Seite. Einfach mir folgen. Da lang.
Ich muss erstmal was essen. Etwas schon was gegessen. Und ich kann unten zum Fluss gehen, um meine Flasche wieder aufzufüllen. Hier sind noch Uhren, Batterien, eine Feldration. Ja. Der Justin hatte noch Räubungsgewehrmunition. Hier ist noch schon eine Ration drin, aber. Ja, die habe ich schon. Glaube ich. Ja, aber ich ja. Höre. Hier liegt Feuer halt, deswegen. Na ja, komm, Rationen ist jetzt nicht so tragisch. Das kriegen wir schon hin. Wir haben hier doch gleich nochmal ein eingeborenes Dorf kaputt, ne? Oh. Im Winter ist das beschissen. Ich würde das nur einer machen, das sonst könntest du rumlecken. So ich. Das mit dem Winter ist dumm. Ihr könnt es einfach überschlafen. Von da ist doch was, oder? Das schon reichen. Ja, ich mach auf. Kann ich nicht ausmachen? Hast du kämpft wieder nach mit Babys? Alter. Ich habe hier die Schlüsselkarte gefunden. Von Karl Planter. Jungs? Ja. Hier, am Schreibtisch, die Karte nehmen. Oder muss die nur einer nehmen? Ich weiß es nicht. Ein,
Eigentlich braucht nur einer die, aber. Also ja gut, dann ist ja egal. Aber ich will schon mal nicht nehmen. Gab's hier irgendwas? Wollen wir irgendwas drücken lassen nochmal? Ich habe noch ein paar Enterhaken drücken lassen. Aber ich weiß nicht, ob wir die wirklich brauchen. Ich mache nochmal einen Schlitten für mich. Mach das. Wenn der ausreicht, der braucht 1000, ne? Es war voll. Okay. Und ich mach schon mal wie viel. Ich speicher mal. So. Du hast hier nur den Anzug gefunden, ne? Vielleicht kann man das der. Vielleicht kann man das der. Werten Dame. Ja, das hab ich mir gedacht. Hast du die Axt schon gefunden, Justin? Zumindest die Feuerwehr-Axt. Ist hier drin. Ah, ja, hab ich. Justin, du auch? Genau, jetzt nach oben gucken. Können wir eigentlich raus, weil wir haben ja jetzt alles. Hier gibt es nicht mehr so viel. Ich glaube, die Axt ist vielleicht besser auch zum Holzfällen. Gibt noch eine bessere. So gelb. VIP-Schlüsselkarte finden ist blauer Kreis. Das bedeutet, da müssen wir jetzt. Ganz nach oben. Oben links. Jetzt gleich wieder nach. Jetzt kommen wir ganz gut durch, muss ich sagen. Ja. Also von daher. Falls ihr es noch nicht kennt, die VIP-Schlüsselkarte wird euch überraschen. Aber mehr habe ich auch nicht gemacht. Warum kommt man nicht? Ups, sorry.
von hinten schaust du irgendwie aus wie ein... Ja, ja. Dann komm du mal mit. Ich kann meine Rüstung nicht mehr voll machen, ich habe nicht mehr genug Tantenrüstung. Eine kann ich dir noch geben. Nee, passt schon. Glaub mir, die werden wir brauchen. Ja, ich habe mir fehlt nur eine. Ja, ich habe halt noch eine übrig. Ja, ich kann mir jetzt auch noch die andere Rüstung kaufen, die bauen die Neumodische. Okay. Die arme Victoria, die tut mir leid. Die hat zwar drei Arme und drei Beine, aber die laufen drei, die ganze Zeit nur drei Typen rum, die ganz schwer durch die Gegend stürmen. Weil die Victoria war ja eine der Personen, die wir retten sollten. Wir werden auch gleich ein bisschen mehr über sie erfahren. Weil offiziell wissen wir ja theoretisch nur vom Aussehen her, dass es die Victoria sein könnte. Und vom Namen her. Weil man hat einen Namen eigentlich, oder? Nur vom Aussehen her. Wir wissen ja nicht, ob sie wirklich Victoria heißt oder ob sie ist. Wir wissen ja nur, dass sie Victoria ein ähnliches Gesicht hat wie die drei Arm- und drei Beintussi. Theoretisch. Aber ja, ich erkläre das gleich mit den Tieren. Ich weiß nur nicht, ob man das läufst, hier... Du läufst leicht falsch, glaube ich, oder? Nee, schon richtig so. Den grün. Also. Nicht das pinke, was du... willst wahrscheinlich jetzt erst den rosa anhaben, ne? Machen wir nach dem grün. No, dieser Schrei, ey. Hier ist eigentlich auch schön flach und hast viel Dingsbums. Hier rein? Einfach rein. Taschenlampe super. Ah, die verbraucht halt Batterien. Ja. Hier waren wir aber schon. Wie kackt bei mir ständig der Strom ab? Nicht der Strom. Die Sound. Kommt Justin, wir waren hier schon. Hier gibt's nichts mehr. Hier ist die Tür. Ja. Schalte ich aber wieder aus. Warte mal, hier gibt's noch was zu essen. Nee, kann nicht. Die so einen Damage machen können. Das sollten die vom Körper eigentlich gar nicht schaffen. Warte mal, da liegt vielleicht noch was. Eine Armbrust! Ja, die bessere Bogen, kann man so sagen. Heidewitzka!
die schon, oder? Hallo, Daddy. Ah, da li- Wo liegt die Armbrust? Hier, direkt vor dir. Da war sie auf jeden Fall. Guck mal, ob du die schon hast. Ah, ja, da links, ja, habe ich. Okay. Gibt doch irgendwo einen Compound-Bogen. Ich war einmal ausrüsten, damit er die Animation weg hat. Werden wir auch gleich brauchen. Naja. Ich komm mal an. Bolzen sind voll. Sind Batterien noch rumliegen, yep. Aber... Hallo, ich würde die Taschenlampe gerne wegpacken. Muss man gerade mit L machen. Ja, nee, kann ich nicht, nicht wenn ich im Wasser bin. Ah. Oh, du gehst kurz tauchen, dann müsste auch weg sein. Naja. Packt sie aber wieder aus. Wir sind auch weit vorne. Mit irgendwas essen können wir dir nicht helfen. Macht nichts. Ist nämlich nichts. Doch. Die Tür? Ja. Glaub, aber hier geht's noch weiter. Und hier ist auch die VIP-Karte von Virginia. Die kommt mir sehr bekannt vor. Hier. Und mit dieser Karte können wir nämlich die nächste Tür aufmachen. Hier siehst du übrigens ein Video. Wie sie sich verwandeln, oder? Ja, genau. Das war nämlich vorher eine Feier. Die wollten einfach irgendwas feiern und dann verwandeln die sich. Genau. Aber nicht nur. Kommt mit. Ich zeig's euch. Das werden wir gleich näher betrachten können. Aber ich kenne die Geschichte ja schon. Also, okay. Das Ende schon. Also das Ende kenne ich jetzt noch nicht. Aber nur bis zum ersten 3D-Drucker. Den Inhalt der nächsten Tür kenne ich. Und wie bist du einfach durchs Wasser gelaufen? Wer, ich? Ja. So. Hier sieht man zum Beispiel, wie sie sich alle verwandelt haben. Und wenn man sich die Namen hier liest, durchliest. Barbara Pafton, der ist leer. Virginia Pafton, der Stuhl ist auch leer. Edward Pafton, die haben sich alle verwandelt sozusagen. Also bis auf die drei vermissten Personen sind alle
hier verwandelt. Und von dort haben wir auch eben die Schaufel bekommen und hier in dieses Dingsbums geguckt. Darüber? Sand. Also die hatten hier, glaube ich, einfach eine Feier und ein Kleid. Wir haben ein Kleid gefunden. Hier ist ein Kleid. Das will ich der Virginia gleich mal anziehen. Moment, auf, hast du es aufgenommen? Oder? Ja, ja. Kleid habe ich aufgenommen. Kann man vielleicht Steppe anziehen? Oh ja, wunderbar. Vielleicht, wenn... Ich weiß zwar nicht, warum die Speckstücke in kleinen Vierecken serviert werden. Bin ich aber ein bisschen komisch. Ah, der Tasten hat auch ist eingezogen. Nee, ich darf nicht draufspringen. Letztes Mal ging's daneben. So, wollen wir zurück. Wir haben jetzt die VIP-Karte von der Dingsbums von der Virginia. Aber am Ende hat das hier nichts gebracht. Das hätte nicht, da war nichts wirklich drin. Nee. War nur ein bisschen Story. Und jetzt müssen wir zu der ersten Höhle zurück. In der Nähe vom Spawnpunkt. Wo wir den 3D-Drucker eben gefunden haben. Ich meine, beim letzten Mal sind da, als ich hier hochgekommen bin, ganz viele Eingeborene gewesen. Also, du hast gesagt, du kennst das mehr eher noch nicht. Bis jetzt noch nicht, nee. Weiter habe ich nicht gemacht, habe die Höhle nicht erreicht. Gut. Dann sage ich mal nichts dazu. Nicht mehr dazu. Ich will ja nicht spoilern. Tut mir für Justin leid, ich weiß nicht, wie weit er gespielt hat. Also, ich kann nur sagen, es wird teilweise erklärt, wieso das passiert ist. Und das mal so, ich hab mir die Website durchgelesen. Okay. Ja. Ich würde schon extrem, dass die Speedrunner das unter 8 Minuten geschafft haben, das Spiel durchzuspielen. Na gut. Das Spiel ist es ja jetzt auch kein Spiel, was storylastig ist. Hier geht es ja eigentlich eher um. Das sind 7 Minuten. Die Story rennt ja schnell durch. Das ist ja nicht das Problem. Jetzt nur die Frage, was wollen wir zuerst machen? Weiterhin die Höhle oder wollen wir die Dingsbums abklappern? Es gibt nämlich noch eine Axt, die ich finden will. Und einen Compound-Bogen gibt's auch noch. Ich meine, der war im Norden. Der macht aber massiv Schaden. Lass uns einfach Richtung Norden gehen.
Der Große hat mir so viel Rüstung abgezogen, ist nicht mehr normal. Ja, ich habe nur noch die Hälfte und hab nichts mehr zum Nachlegen. Ich habe jetzt auch alles nachgelegt. Doch, ich habe noch. Ja. Mir fehlen noch 3 Balken. Du auch. Eichhörnchen. Na gut, Essen und Trinken haben wir eigentlich noch genug, also es lief ganz gut, ne? Ja, ich trinke noch ein bisschen, ich habe die Hälfte. Ja, einen Schluck könnte ich auch noch vertragen. Ein bisschen was essen, aber ich habe ja noch Speckstücke. Da faulte ich Fleisch mal essen. Nee, bringt nichts. Gehen wir auch zu dem nördlichsten Dinkenfleck. Ich weiß nicht, ob es da eine bessere Axt gibt. Ich meine, ich habe noch eine gesehen. Oder ob es da den Compoundbogen gibt. Oh, hier ist noch ein Dorf. Machen wir gleich platt. Kommt ihr her? Ja, ja. Sekunde. Ich esse nochmal eine Packung Cornflakes. Aber der ist angekettet, deswegen kann ich ihn langsam töten. Wo ist er? Soll am besten herkommen? Alter! Oh, da ist noch einer. Da kommt noch einer von oben. Noch mehrere. Die hauen mir die gesamte Rüstung kaputt. Und die neue Axt macht den ganzen Schaden.